Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Der zweiten heutigen Folge vorher kam der Mittelwelt Fight Club und später kommt noch Let's Play Enclave und Let's Play Lord of the Rings Adventure Club. Diese Folge geht ein bisschen kürzer, daher wollen wir gleich anfangen. Beim letzten Mal sind wir ordentlich weitergekommen in Ostmoria. Wir haben einen Orkzauberer getötet, einen Trommler, einen Föhntroll und auch einige andere Orks. Und es gab ein Liebesgeständnis. Idreal hat mehrere Worte in der Liebe gestanden. Nachdem er knapp verhindern konnte, dass er runterfällt, nicht hochstürzt. Und jetzt wollen wir weitergehen. Gandalf hat beim letzten Part schon in einer epischen Szene gemeint, dass es nicht mehr so weit ist. Wir hatten aber am Ende leichte Orientierungsprobleme. Und beim letzten Mal war der Thron auch ein bisschen laut. Man hat es teilweise nicht so gut gehört. Ich hoffe, heute hat man nicht besser. So, jetzt schauen wir nochmal. Hier war der Save-Punkt. Hier waren wir beim letzten Mal unten. Ein Balrog-Altar auch bei den anderen Sachen. Und jetzt will ich mal gucken, ob es hier irgendwo noch einen anderen Weg gibt. Weil scheinbar war da unten keiner. Es sieht aber eigentlich nicht so aus. Das heißt, wir müssen zurückkommen. Der Punkt auf der Karte ist leider auch gerade ein bisschen gefallen. Aber zurücklaufen erscheint mir nicht logisch. Naja, gucken wir mal. Gibt's hier denn noch eine andere Idee? Eigentlich nicht. Hier ist die Treppe zusammengestürzt. Ich glaube, hier war das ein Liebesgeständnis. Da hoch geht es zur Kammer, wo unter anderem der Spitzen voll war. Hier war es auch kurz auf das Auge zu sehen. Hier ist doch kein anderer Weg. Hier ist die Lurenstatue. Nee, ich bin mir jetzt ganz sicher, dass wir gerade falsch wollten. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal runter. Und hier hoch. Und dann müssen wir mal unten beim Balrog-Altar gucken. Weil hier gibt es, glaube ich, keinen Weg. Ich hoffe, wir bringen jetzt nicht die 25 Minuten bei der nächsten. Mal. Waren wir beim letzten Part schon? Hier war der Orkzauberer. Und hier ist die eine Kammer, hier ist die andere und hier ist die dritte Kammer. Die Kammern sind aber alle das überall nichts. Das heißt, das ist hier. Hier waren wir aber beim letzten Part auch schon. Hier war dann der Ork gekommen. Ich bin wirklich ein bisschen verwirrt. Hier leuchtet wieder was. In der Nähe. Also relativ. Ich meine, hier sieht es auch nach einem Abgang aus. Vielleicht gab es zwei Abgänge und ich habe ihn nur übersehen. Das wollen wir mal prüfen. Bei dem Loch. Hier ist ein Abgang. Haha, ich glaube, diesen habe ich übersehen, Freunde. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Neuer Tagebucheintrag. Das verspricht erstmal mal Spannendes. Lass mal schauen. Laufe zur Brücke kennen wir. Neuen Trolle besiegen. Die Drachenrüstung nehmen wir auch. Besiege den Orkhäuptling. Besiege den Orkhäuptling, um die Schändung des Grabes von Hathorsranen zu rächen. Also wahrscheinlich Durin. Wir wissen ja vom Versprechen an Durin. Okay, das ist schon mal eine schöne Sache. Wir sind hier wohl richtig. Hier ist auch gleich ein Safe-Punkt. Oh, immer da. Erstmal gehen wir hier hinter und sacken uns die Ruhe. Mit einer Zwergengürtelschnalle aus Gold des dritten Zeitalters für Hathor und Elbenmedizin. Außerdem Gorgoroth-Asche. Hathor, mal sehen. 13 Rüstungen, feingeschmiedete Gürtelschnalle der Goldschmiede Morias. Hat leider weniger Rüstung. Oh, mehr Konstitution, mehr Tempo, mehr GP, mehr AP. Yes, die nimmt Gold steht im Zwerg, die ganz gut. So, ja, der Speicherpunkt. Eigentlich will ich den noch nicht benutzen. Ich sehe nicht, ob ich erst
da ist der erste Kampf der heutigen Folge. Daraus lag auf der Tor. Ganz toller Start. Da haben wir die Tor im Tor. Und wir können uns gegen das abschirmen. Jetzt wirklich ebenfalls ein Aufpeller. Und Illegos weicht elegant einem Sprung an. Gut, Illegos, du bist der Hathor. Ich bekomme noch einen Hathor. Blüten Runde. Der kommt noch an der Bühne. Dann Moriaus hat auch einen Blüten. Ich hoffe, er ist doch noch von uns. Leider haben die Forks wieder angefangen. Ja, ja. Sehr schön. Das ist wichtig. Hydrial von der Lautmaster auf den Schwert. Er liegt. Vorangriff auf Hathor des Drittes. Gerritor ist wieder fit. Sehr schön. Gerritor einmal die Aushaltung. Damit K.O. schlagen. Das ist in diesem Kampf nicht mehr passiert. Und dann darf Hathor mit einer blutenden Ahnung mit dem Sternkorn den Fürsten töten. Damit ist nur noch der Veteran dran. Das Ding auf Hathor, aber Hathor ist nicht aus. Guter Job. Ideal ist in der Fall. Den nicht töten, aber es macht ein bisschen dran. Und der Ritter darf das Feld mit einem bisschen weg. Ah, zwei Spells, egal. Yes, das hat gereicht. Damit haben wir den ersten heutigen Kampf. Glück. Ja, leider fangen die Orks immer noch an. Ich glaube, ich muss noch mal eine Runde Tempo beim nächsten Level ab. Langgrundblatt, einmal Anopilze, Alien und Abfallsblätter. Was ist hier? Ist ein langer, dünner Weg. Ich glaube, ich war hier doch davor. Jetzt haben wir auch ein bisschen GT und Akku verloren. Ich hoffe halt nur, dass wir dann nicht überziehen. So, Orkgänge, 15% gemeistert. Wir haben erst 7 Minuten gespielt, wir haben noch ordentlich Zeit. Jetzt gehen wir mal hier vorsichtig über diese Gruppe, ähnliche Struktur, die total in liebevoller Handarbeit gemacht ist. Das sieht man schon. Ein Kampf mit dem Palantir, das überrascht mich nicht sonderlich. Wieder fangen wir an. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Ein Tatsache-Ding, ein Schwertflieger, ein zweites Schwertflieger. Cool, kein K.O.-Schlager. Dann einmal Kilian's Zorn, den Tatsache-Ding, bitte. Ja, Tadilungau, cool. Vorangriff, kritisch auf der Rettung. Hardcore ein Aufschlag, er geht auf. Hydreal, von der Lautmaster auf. Ja, leider One-Position ist gar nicht mehr, das ist ein bisschen blöd. Und Hathor ist jetzt zweimal dran. Der ist zwar noch geschwächt. Jetzt war wieder nur einmal Attraktion. Aber damit ist auf jeden Fall noch ein Schwertflieger am Leben. Und dann schauen wir auf Ideal, drittes. Hathor ist riesen gewonnen. Auf den Schwertflieger. Überlebt. Und das wird wegschießen. Das ist gestern bei einem Bogenschützen auch passiert. So, wir wollen ja schnell weiterkommen, deswegen kreuzen können wir uns nicht mehr gehen. Ein Level. Lembasbro, zwei Mate das Blätter, einmal gegen uns. Weiter geht's. Frage ist, wo ist der Orkhaftling und wie stark ist der? Wieso komme ich hier nicht weiter? Jetzt der nächste Kampf erwartet uns. Dunkle Flucht von einem Kamal. Was haben wir hier? Ich werde sein Lautwasser, Schwertveteran, Schattenmaschinen. Okay. Erstmal der Schattenmaschinen weg. Er ist tot. Und ja, für den Schwertveteran nimmt jetzt keine Verursacht, weil er ist ein Kickfinger nach vorne. Bam, bam, bam. Damit ist er auch tot. Da wäre er jetzt eine Verursacht. So, weiter geht's. Immer noch kein Level up. Denn was wird
Heilmedizin, aber es ist zum Level Up nicht bereit. Nein, ich bin nicht schuld. Ich will hier runter. Halt, ob wir auf das zweite gehen, schon das rum. Solche Brücken sind übrigens auch im Buch belegt. Dadurch kommen neben die Horden nur erstmal von A nach B. Normalerweise tragen Höhlentrolle quasi die Latte. Zum Beispiel über Abgründe. Höhlentrolle sind dann so ein bisschen schneller und dann neu raus. So, weiter. Aber hier ist es so. Das Holz finde ich auch sehr schön. Passt ja nicht. Nächster Kampf, der Palant ist wieder da. Ich kann auch wieder. Ja, wie gesagt, die Hauptfahren immer noch zu aufgerannt. Das tat weh. Und ein Vorschlag auf dich wieder. Das tat weh, das ist richtig. Ja, ich wieder darf sich gleich mal selber abschirmen mit der Aura der Valar. Und wir werden dann gleich wieder Elegos kommen. Ich bin ja ein Freund. So, Hathor darf erstmal gehen. Elegos. Bogenkunst, weil hat wegen dem Schamanen, wegen dem Schattenhäuptling. Im Troll macht er so natürlich nicht viel Schaden, aber vielleicht kann ich das nicht töten. Nein, kann er nicht. Aber wenn dem Schattenhäuptling überlaufen. Okay. Hat er es loswerden, deswegen darf er so einen Schwächter machen. Dann ist noch der voll übrig. Die Dreher lässt dran. Die Dreher macht einmal den Zorn der Laufwasser. Macht halt die Stadt kaum Schaden. Und jetzt wäre Tor Schmetterschlag und Rüstung zu reduzieren. Schön. Und noch ein Stand auf Elegos. Das tat sehr weh, aber Elegos ist noch gut bei Treffen. So, lieber wäre Tor Equilibrium. Oh, wir sind voll eines Feindes. Der macht das leider nur 400 Schaden. Denn Holz ist wieder mal der. Und dann ist der Tor. Aua. Das ist auch gelb. Ideal. Aura der Baller auf der Tor. Der war nicht abgesaved. Jetzt ist auch der Tor abgesaved. Elegos einmal sucht der beste Holzmensch auf Geld schon mal. Das wird ihn vielleicht umhauen. Ja, das hat ihn umgehauen. Sehr schnell, Elegos. Guter Job. So macht man es richtig und voll kriegen. Elegos ist ein Level Up. Tidral ebenfalls und auch Hathor. Elegos leider nicht. Hathor hat hier eine neue Zwergengürtelschnalle aus Silber und Zeitalters. Aus dem Lämmersburg und Rollschlamm. Das war der vierte von uns vollen. So, erstmal Hathor schauen. 16 Rüstung Gürtelschnalle der Zwerge aus Moria Silber. Stärker als die Goldgürtelschnalle, aber schwächer als die anderen beiden. Mehr Konstitution, mehr Geschick, mehr Rüstung, mehr GP. Weniger Tempo, weniger Geist. Ja gut, Geist ist egal, aber Tempo, genau. Gehen wir trotzdem. Goldgürtelschnalle hat jetzt nicht lange gehalten. So, Geritor, einmal Stärke, einmal Tempo. Ebenso der gute Elegos. Der ist jetzt Stufe 27 übrigens. Und du machst einmal Geist, einmal Tempo. Sonderhauptmann 27, Erbehauptmann 27 und Lorenhauptmann 27. Ja, Elegos ist wieder 3 Level zurück. Das ist ein bisschen doof. Wir haben jetzt wieder mehrere Wege. Der nächste Kampfspieler hat an. Lieber Ort! Sag ich noch lieber, der weiß überhaupt. Okay, einmal schon der Laufwasser. Hier sind wir tatsächlich an. Ein Bogenschütze. Der Bogen ist gut, sehr schön. Sag ich den hat er wieder abbekommen. Elegos. Den nehmen wir raus für den Hackhaut. Und hat auch wenn wir ein Ding machen. Auf den ersten Schläger, das geht davon nicht. Alter, was haben wir da? So, der Haushaltsführer da. Wir sind ja wieder frei. Und
hätten noch einen Großschlag, aber gegen den Großschlag haben wir uns ja abgesichert. Das heißt, er macht nur noch Cut-Hot. Nur ja. Nein, erst gut. So. Und dann da ideal ist nämlich hier der Sonderaufwasser beendet. Und damit ist ein weiterer Kampf siegreich. Also siegreich abgeschlossen, natürlich. Langgrundplatz, Anopolis und Elbenmedizin für unsere Gruppe. Ist hier irgendwas Cooles? Nein. Ach, da nicht mal was Cooles haben. Okay, hier hinten ist eine Truhe. Die wollen wir uns nicht entgehen lassen. Aber natürlich auch wieder ein Kampf. Was ist in der Kiste? Ein Serienkriegshammer für Hardhot, Stahl des dritten Zeitalters und eine Kuhle des Feuers. Hardhot viel Ausrüstung. 59 Schaden. Dieser Stahlhammer zerschmettert Felsen und riesige Gegner. Macht mehr Schaden als unsere Axt. Mehr Stärke. Ja, weil er deutlich mehr Schaden macht, nehmen wir ihn. Ich finde so einen Hammer eh cooler, weil die Axt ist irgendwie so Standard. Gefällt mir der Hammer mehr. So, da waren wir. Jetzt sind wir hier. Nochmal kurz rüber, auch eine Ruhe. Das Game ist ein des Erdenschutzes. Ein Lembersblätter aus den Brunnen. Wer braucht denn Erde? Birte braucht das nicht. Du brauchst das auch nicht. Du brauchst es auch nicht, du brauchst es auch nicht. Okay, das ist wieder ein Stein, den wir nicht brauchen können. Aber wir lassen ihn hier trotzdem mal drin. Wir kriegen ja noch zwei Gefährten, das wissen wir schon. Dann geben wir mal jetzt die Gefährten. Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Drachenrüstung, ehrlich gesagt. Und wegen diesem Orkard. Ein Video. Das muss ein altehrwürdiges Mausoleum sein. Ja! Hier ruhen die Herren Morias. Vorsichtig, sonst ruhen wir auch bald hier. Hier ruhen die Herren Morias, außer Balin. Helikos hat schon mal einen Pfeil geschafft und wir haben wieder einen Troll und einen Normanen. Ideal, von der Wasser gegen den Zatmar. Erstmal umgesammelt. Dirator, einmal Schmetterstark. Die Rüstung von dem Feuer runter raus. Und Elegos nehmen wir rein. Ja, sorry, Hardcore, aber Elegos kämpft nicht nach. Über 1000 Schaden. Und Umschlag gegen Dirator. Ausgewichen. Sehr schön, Dirator. Guter Job. Dirator, du darfst uns dann mit einem Empfehlungszorn. Leider haben nur 2 von 3 getroffen. Aus irgendeinem Grund ist beim zweiten Angriff der Troll ausgerichtet. Wir haben mal so einen riesen Ausweis. So, gut, jetzt hier nochmal. Ausgewichen. Alter, dieser Troll. Troll schlag gegen Krieg gegen Dirator, er sind doch gelb. Ideal, aber der war auch der Tor. Nur für den Fall. Der Troll ist um 2 gewesen. Wie sieht er? Jungs, treffen bitte. So, nächster Punkt der Bestie. Ja, der hat Telegos nur noch 21 HP. Wieder ausgewichen. Was ist denn jetzt los? Was ist halt im Ideal? Aua. Ideal, du safest dich ab. Jetzt ist der Troll von 3 Angriffen ausgewichen. Was ist denn jetzt so? Das ging voll ab. Das ist wieder der Orkbogenschütze in der Zone, der
einmal dreifach Critical und einmal normal Critical. Das heißt, wir uns verloren. Jetzt mach doch bitte mal den Rollhandler. Nur ein Angriff getroffen. Den zweiten ausgewichen, dürfen daneben. Was ist mit dem Troll los? Ja, Illegos tauschen wir aus. Hardwood, Illegos hat keine AP mehr. Hardwood, zeig mir doch mal, wie es geht, bitte. Blutende Wunde. Bam. Das war ein Treffer. Und da ist der Troll durch die blutende Wunde gestorben. Danke, Hardwood. Warum hatten denn jetzt mal unsere Leute so Probleme mit dem Troll? Das war ja mal gerade eine komische Sache. Veritor, ein Gondor-Breitschwert, Stahl des Zeitalters. Hathor, den Zwergendrachenhelm. Ah, wahrscheinlich für die Rüstung. Zweites Zeitalter und Veritor, der Gondorin der Stärken aus dem dritten Zeitalter. Aus dem Mogelverfall und dem Brot. Genau, Drachenrüstung gefunden. 5.950 Erfahrung, damit hat Elegos sein Level ab. Und der fünfte von neun Trollen besiegt. Außerdem haben wir wieder einen neuen Tagebucheintrag. So, die Hälfte von Ostmoria haben wir jetzt. Das ist neu. Finde den Orkbogen. Angeblich liegt irgendwo Moria ein mächtiger Bogen der Orks. Okay. Ausrüstung. Hathot. Zwergendrachenhelden. 60 Rüstung. Mit Bronze verzierter Mithrilhelm aus längst vergangenen Zeiten. Deutlich stärker. Ja, aber sowas von. Ja, okay, jetzt sehen wir Hartrotts Gesicht halt gerade nicht, aber der ist ja in allem stärker gewesen. So, und Viritor, der ist Breitschwert, 28 Schaden, eine feingearbeitete, überaus scharfe Klinge. Mehr Schaden, mehr Stärke, weniger Tempo, weniger Geschick, aber trotzdem. Und den Gondoring, zwei Rüstungen von Macht und das Gesicht erringen, weniger Schaden, weniger Rüstung. Weniger Konstitution, weniger GP, aber mehr Tempo, mehr Geschick, mehr AP. Ja, nehmen wir. Er ist ein Gondorianer, ich glaube, das ist besser. Und Illegos sein Level up. Einmal Stärke, nee, zweimal Stärke. Und einmal Tempo. So, da sehen wir schon einen Speicherpunkt. Achso, die Kamera hat noch nicht. Und sonst scheint hier nichts gut an Speichern. Diesmal hatten wir wieder keine epische Szene. Ich glaube nämlich, dass wir Hartrum haben. Werden wir aber gleich sehen. Mausoleum-Eingang. Immer noch bei. Ne, bei 16% jetzt. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Dann werden wir jetzt aufhören, weil sonst würden wir überziehen. Das möchten wir nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt zumindest einen weiteren Troll, nee, zwei Troller am besten getötet. Und nochmal ein paar Orks, ein paar neue Gegenstände, gerade für Hathor den Helm. Also die Drachenrüstung besteht anscheinend nur aus dem Helm. Und ja, dann müssen wir jetzt mal gucken. Also was haben wir jetzt noch zu tun? Wir haben jetzt die Hälfte zur Brücke laufen, die restlichen Trolle töten, den Ork-Häuptling töten und diesen Bogen finden. Ja, man muss eine Menge finden in Ostmoria, das sehen wir schon. Aber genau, wir sehen uns dann später, wenn ihr möchtet, zu einer Folge wieder. Und natürlich dann morgen, wenn wir hier in Moria in der weitergehen werden. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.